Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Zenless Zone Zero. Ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich nur Zenless Zone Zero oder Let's Play Zenless Zone Zero sage. Und deswegen ja, hat das irgendwie sich komisch angehört. Jedenfalls, wir spielen heute weiter Agentengeschichten. Wir spielen heute die Agentengeschichte von Koleda. Ne? Ich nehme ziemlich an, dass das Koleda ist, ne? Dessen Agentenquest wir da machen können. Ne? Übrigens, was ich hier gerade herausgefunden habe, ne? Ich kann, wenn ich den Rechner Logstick hier nach oben und unten drehe, hier die Dings ändern, die das Ding rauf und runter ziehen. Die Gacha von Jane ist heute oder gestern oder vorgestern, nee, 17. schon ein paar Tage, ehrlich gesagt, die ist jetzt gerade on und ich will die auch spielen, um Seth zu holen, mindestens. Ne? Ich weiß nicht, ob ich so lange spiele. Anbi ist auch dabei übrigens. Ich weiß nicht, ob ich die spiele, um auch sie auch noch zu holen. Ne? Das Komische ist, ne, wenn man zum ersten Mal hier runter geht zum Bühnentest, dann kommt immer so eine kleine spezielle Animation, ne, mit so Scheinwerfen und so alles, ne, wenn man zum ersten Mal da drauf geht. Ich wünsche, das kann man sich irgendwie noch mal hier neu irgendwie anzeigen lassen, aber geht leider nicht. Ne? So, hier ist wieder ein neues Event, das ist aber eigentlich nur kämpfemäßig verwandt irgendwie. Dazu kommen wir gleich noch, da will ich noch gleich irgendwie was zeigen, was ich irgendwie cool fand. Und ja, mehr. Wir kommen uns erstmal um die Agentengeschichte, bevor wir irgendwie um die Gacha spielen, ne? Und ja. Als andere ist im Moment unwichtig. So, warum ist hier rot? Warum wird mir hier noch angezeigt? Habe ich da, weil ich da noch nie reingegangen bin oder was? Weiß nicht. Ja. So, das hier ist die erste, ne? Koleda, ja, Koleda. Die haben wir als letztes gespielt, da ist die von Grace, ne? Ich glaube, einer war irgendwie noch was übrig. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. So, machen wir weiter mit den Agentengeschichten, ne? Heute Koleda 35. Das heißt, so schwer kann das eigentlich sein. Ich meine, die Charaktere werden sowieso ja auf eine bestimmten Level irgendwie abgestimmt. Und da ist es sowieso egal. Cutscene. Ja, ich freue mich. Kollege habe ich ja. Das heißt, ihre Freundschaft kann ich auch erhöhen. Ich kann Dings ja freischalten, Wallpaper von ihr und so was alles. Warte, Kollege und groß. Ist das ein Traum? Die beiden sehen aus, als könnten sie spielbare Charaktere sein. Ich habe irgendwie so Bilder gesehen von so Mädchen irgendwie, so eine Gamer-Gruppe oder irgendwie sowas, glaube ich. Ich glaube, eine von denen ist die. Oh, das ist Grace, ne? Ist das Grace? Ja. Als die Menschenkinder gesagt hat, habe ich schon sofort gewusst. What? Haben die einfach nur so reingepackt, damit wir Spieler auch wissen, dass sie hat ist? Täusche ich mich, oder sind in diesem Video Koleda und Grace als Schülerin und Lehrer verkleidet? Warte mal, wir schauen uns wortwörtlich die Videos an. Ich dachte, wir sind irgendwie weit nicht hier so. Warte mal, wir sind doch Teil von der Quest und also was? Wie funktioniert das? Handelt es sich um eine Prankshow? Warte, sind wir etwa auch Teil davon? Wo sind die Kameras? In diesem Moment hörst du ein heftiges Klopfen an der Tür. Machst du bitte die Tür auf? Alter. Ich muss selber zur Tür dann. So, Koleda, was für eine Überraschung. Die Grundschuluniform steht dir. Das ist deine Reaktion? Du bist wirklich geschickt und unterhalten. Nicht. Aber so wie ihr euch aufhört, habt ihr ja wohl das Video gesehen. Ja, haben wir. Woher weißt du, dass wir... Was? Es ist jedenfalls alles Antons Schuld. Er hat behauptet, dass man es schneller versteht, wenn man es sich ansieht und hat das Video ohne meine Erlaubnis geschickt. Aber wenn es euch ein bisschen hilft, die Situation zu verstehen, kann ich wohl nicht klagen. Lass mich direkt zum Punkt kommen. Ich möchte euch beauftragen, mir bei der Untersuchung einer Beihöhle in der Schule zu helfen. In dieser Schule zu helfen. Du lässt Koleda ins Studio ein, um die Einzelheiten des Auftrags zu besprechen.
Deswegen war sie die größte von allen. Das hier ist nicht Genshin. Hier wird nicht den ganzen Tag gejappt. Hat sie wortwörtlich gerade gesagt. フォローができてたのは施工現場の外周にある駐車場跡地。そこも小学校の土地なんだ。抑制できなきゃ校舎のあたりまで拡張する可能性がある。もちろん学校側には校長を通して忠告した。小さい今のうちに市当局に報告して処理しに来てもらうのが一番だってな。 シャッファー・ワルトン感じ、あるぞ、あの人は大きくない。まさか市政の手に負えなかったから、うちに話を。まだそこまで悪かねえよ。今の大きさなら調査協会が人をよこせば処理できるはずだ。妙なのはそこだ。校長はそもそも市当局に要請を出してすらいなかった。ついでに、フォローによる損害を補填する申請もな。それどころか、やつは忠告した次の日に突然、 残りの工事費用を全額ポンと支払ってきやがったんだ。支払いを渋らない顧客になんてここ数年あったことね。Das klingt sehr unwahrscheinlich. Es ist fast so als ob. 施工側はその席を追わない。まずメディカポッケン。ウィングにレパラトン。契約書にこいつが鎮座してる限り、白銀重工の社名に傷はつかねえからな。だからといって、本当にそうなった時、ガキどもや先行が危ねえ目に遭うのは。ああ、どうせ立つのそうぜん。受けないだろ。くれたならきっとそういうはずだ。そういうこった。アキラ。 やっぱお前は私の言わんとしてることを察してくれるな。まあそれでだ。いろいろあって、フォローの唯一の入り口に近い。だから、ベンが、あしてがこうに。このために安藤は捨て探しを手伝ってくれたし、ベンは私の代わりに日常業務をやってくれてる。私じゃなきゃダメな書類は夜に片付けてるけどな。で、ようやく動き出すチャンスが巡ってきたんだ。 数日したらルミナスクエアで校外学習がある。その日は先行も学童もも学校を離れるからな。万が一抑制に失敗しても被害は最小に抑えられるだろう。こっちの事情はそんなとこだ。アキラ、リン、この依頼。アキラ、オンドリン。Umbenannt. Mit diesen Worten dreht sich Kollega um und verlässt die Videothek. Ich verstehe nicht, warum wir umbenannt wurden. Dann, was ist denn der Sinn davon? Sieht so aus, als wäre Kollega bereits entschlossen. Aber hast du dir Sorgen, Kleda? Natürlich bin ich besorgt. Auf der einen Seite muss ich auf der Unternehmen kümmern. Mein Gott, auf der anderen Seite kann sie Angelegenheiten wegen ihres Gewissens nicht ignorieren. Sie will sich für beide Seiten einsetzen. Das ist wirklich nicht einfach. Das ist schon fast spät geworden. Lass uns schlafen gehen. Alles klar. Du musst mir nicht immer sagen, wann ich schlafen gehen muss, Bell. Jo. Er ist sich an dem vorigen Auftrag total vergessen. Wow, beeindruckend. Wie, was? Der heutige Plan lautet, zuerst zum Lumina-Platz zu kommen, den Schlüssel abzuholen und dann die Höhle zu betreten. Details besprechen wir, wenn du hier bist. Wir warten auf dich im Lumina-Platz. Alles klar. So, solche Übersetzung verstehe ich nicht. Warte, damit die amerikanische klingen oder so, das ist ganz schön arrogant hier von den Amerikanern. Und ich meine dann, warum ist die deutsche Übersetzung sich dann nach der amerikanischen halten, ne? Aber ist wahrscheinlich der Fall, ne?
実はじゃあクレタさん、私を役に引き戻すためにもグレース先生って呼んでごらん。ジ。 グレース先生、クラスの子が3人喧嘩してどっか行っちゃいました。あの子たちがいないと合唱ができません。それは大変だね。でも先生は今大切な用事があるんだ。クレタさんはこのプロキじゃなかった、お兄さんと一緒にお友達を探しに行ってくれるかな。ご褒美に 先生が大学の旋盤加工実習で作ったハンマーをあげちゃうよ。はあ、ご褒美ならハナマルシールとか内緒でお菓子をくれるとかがいいです。ニシュベルハンマー。グレース先生、僕はハンマーがいいです。わかったわかった。何でもあげるからさ。その3人を見つけて。ディズキナーションビラマシーン。ホローへの入り口はたった一つだけ。 校舎近くの施錠された駐車場跡地にある。鍵は校長が持ってることを確認済みだけど、今までは彼に近づくチャンスがなくてね。でも校長は必ず生徒たちの合唱を聞きに来る。気を取られてる隙に私が鍵を手に入れてみせるよ。だから合唱がつつがなく行われることは鍵を入手するための大前提なんだ。 喧嘩してどっかに行ったっていう3人をさっさとなだめないと。これについても頼んだからね。まずは、先生、朗報が届くのを待ってるからね。じゃあ、クレタさん、君が班長ってことで、一人しかいないのに班長なんておかしいと思います。Okay, Emmy, Lisha und Dan, die drei haben Sof und nehmen ich am Chorteil. Die sind normalerweise ein unzertrennliches Trio. Warum mal so ausgerechnet heute dieser Streit? Kinder machen echt nichts als Ärger. Ich habe einen Moment so viel Arbeit, die für die Zukunft der Firma wichtig ist. Und jetzt muss ich mich hier um den Ananasbrötchen und anderer Leute rumschlagen. Das passt überhaupt nicht zu mir. Warum bist du angekommen? Meinst du meine Verkleidung und warum ich mich nicht heute als Schüler in der Grundschule ausgebe? Das wollte ich nicht. Wer will das schon? Ursprünglich war geplant, dass Ben und Grace die Lehrer spielen. Wenn es darum geht, wer von uns am besten mit Kindern umgehen kann, dann ist es doch sicher Ben, oder? Aber direkt nach Bens Eintritt ins Klassenzimmer brachen die Kinder in Tränen aus, noch bevor er ein Wort sagen konnte. Daher bin ich spontan eingesprungen, um mit Grace zu arbeiten. Ben kam später zurück und entschuldigte sich weinend, aber es lag natürlich nicht an ihm. Diese kleinen Kinder sind noch ein Alter, wo in dem sie Bücher nur nach dem Umschlag beurteilen. Habe ich etwa zu viel gemeckert? Es tut mir leid, vergiss es einfach. Die dringendsten Aufgaben ist es, die drei Schüler zu finden. Gehen wir gemeinsam zum Alleswisser der Klasse und fragen wir nach. Ich dachte, das ist zum Weisen der Mülltonne hier. So, hier will ich euch am Ende des Parts oder am Ende der Parts, zwei Parts noch mal zeigen. Ja, dann kannst du auch kein spielbarer Charakter sein, ne, später. Kleda, die mysteriöse neue Schülerin. Wie gern würde ich mit einem Toast im Mund in der Straßdecke mit dir zusammenstoßen? Kollege ist so beliebt. Es tut mir leid, aber ich bevorzuge Müsli-Riegel zum Frühstück. Ach so, bist du so groß, weil du Müsli-Riegel isst? Ab morgen esse ich die auch. Lassen wir das Müsli für einen Moment beiseite. Ich habe gehört, dass Emmy, Lisha und Dan sich über etwas geschritten haben. Hast du das gehört? Ich esse zum Frühstück zwar nur Maisflocken, aber weiß immer noch am besten, was hier so passiert. Sieht so aus, als wären Dan und Lisha sauer auf Emmy. Gerade eben bin ich Dan und Lisha begegnet. Sie haben gesagt, dass sie sich am Ort in der Nähe verstecken wollen und Emmy nicht mehr sehen möchten. Verstecken? Wo wollten sie sich verstecken? Ich bin mir auch nicht sicher, aber sie haben erwähnt, dass es der beliebteste Ort ist für Erwachsene. Wahrscheinlich wissen nur die Erwachsenen selbst, welchen Ort sie am meisten mögen. Proxy, was? Achso, Proxy wollte sie mich nennen. Ich dachte, es wollte sie mich Professor nennen. Der beliebteste Ort für Erwachsene in der Nähe muss dort sein. Kauf Kaffee. Ich habe irgendwas ganz anderes im Kopf gehabt. Ich denke genauso. Es ist nicht übertrieben, Kaffee als Treibstoff für Erwachsene zu bezeichnen. Du hast Grace bestimmt noch nie morgens gesehen, wenn sie noch keinen Kaffee getrunken hat. Das ist so verschlafen, dass man sie leicht entführen könnte.
Abgesehen von diesen beiden Orten scheint es in der Nähe keine weiteren Orte zu geben, die als beliebtes Ort für Erwachsene bezeichnet werden können. Also lass uns zum Kopfkaffee und zu Duis Massage gehen und schauen wir, ob sie da sind. Sie werden in keinen von den beiden Orten sein, ne? Was ich da jetzt schon. Oder sie sind genau in beiden Orten. Ey, yo. Kinder sind da viel kleiner als Quera. Ich dachte, die wären irgendwie so gleich groß ungefähr. Ah, Lisha und Ann sind nicht hier. Ich habe tatsächlich gesehen, wohin die beiden gegangen sind, aber um offen zu sein, beschäftige ich mich gerade mit einer wichtigen philosophischen Frage. Wenn ich jetzt nicht darüber nachdenke, könnte ich in 30 Jahren einen Nervenzusammenbruch haben. Wenn du mir dabei helfen könntest, würde ich sagen, was ihr wissen wollt. Wie sieht's aus? Du bist 4 Jahre alt oder so. Erzähl mir, wo liegt das Problem? Gut, habt ihr jeder darüber nachgedacht, warum in Ananasbrötchen keine Ananas drin sind? Wieso sollte diese Frage einen Nervenzusammenbruch auslösen? Bei mir ist Ananas immer in Ananasbrötchen, bei dir etwa nicht. In deinen Ananasbrötchen gibt es echt keine Ananas, aber in meinen schon. Ich verstehe, wenn wir vor existenzialistischen Fragen, wird das echt so ausgesprochen, stehen, kann blinder Glaube uns in einen Sinn der Wertschätzung verlieren. Sage man daran glaubt, dass man Ananas ist, existiert die Ananas. Sage man an Götter glaubt, ist man gesegnet. Das ist deine Vorteile. Du bist 3-4 Jahre alt. Was hast du hier für... Mit dir rede ich doch nicht, mein Gott. Meine Güte. Übrigens, ich glaube, Lisha und dann sind in Richtung Parkplatz gegangen. Ihr solltet mal vorbeischauen. Ein Parkplatz. Wo ich nicht verstehe, warum das der beliebteste Ort für Erwachsene sein soll. Sieht so aus, als dass sie dorthin gegangen sind. Schauen wir mal nach. Das Kind ist irgendwie 4 Jahre alt oder so. Was dreht die hier von existenziellen Fragen? Meine Güte. Soll ich mich da irgendwie eingeschüchtert fühlen oder irgendwie so? Mein Gott. So, hey, was geht? Na, ich habe euch gefunden. Dunkles Meer, vor dir fürchte ich mich nicht, auch wenn ich nur ein kleiner Fisch. Meine Freunde Segelboot bringt mich in Fahrt und los geht es zum Wasserpark. Ich schaue auf zu singen. Emil will nicht mehr mit unsere Freundin sein. Singen hat keinen Sinn mehr. Dunkles Meer, vor dir fürchte ich mich nicht, auch wenn ich nur bin ein kleiner Fisch. Mein Freund Segelboot bringt mich in Fahrt und los geht es zum Lisha. Aber ich mag dieses Lied wirklich sehr. Dann erinnerst du dich noch, oder? Nachdem wir den Liedtext geschrieben haben, sagte Emmy zwar, dass er dumm sei, aber sie hat trotzdem die Melodie für uns komponiert. Das ist ein Lied, das wir drei erfunden haben. Als es zum Chorlied der Klasse ausgewählt wurde, hat sich Emmy auch gefreut. Natürlich erinnere ich mich. Wir drei waren schon immer gute Freunde. Wenn wir wirklich gute Freunde sind, warum hat sie uns dann nicht einmal von etwas Wichtigem wie einen Schulwechsel erzählt? Emmy hat selbst gesagt, dass ihr Vater sie plötzlich gezwungen hat, die Schule zu wechseln. Vielleicht steckt mehr dahinter. Sie hätte es trotzdem sagen müssen. Wir hätten es niemandem erzählt. Wir haben doch auch mit ihr die Höhle erkundet, oder? Da haben wir auch nichts gesagt. Bist du was, Kollege? Hast du unser Gespräch gehört? Kollege, du kommst gerade recht. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Emmy wird die Schule wechseln, aber sie hat wieder dann noch mehr davon erzählt. Also waren wir echt enttäuscht. Aber wir werden heute unser Lied im Chor singen und hoffen schon, dass sie dabei sein wird. Es ist nur deine Meinung. Ich bin immer noch sauer auf sie. Sei nicht so wütend. Emmy wird nächsten Monat gar nicht mehr da sein. Sollten wir nicht so viel Zeit wie möglich mit ihr verbringen, bevor sie geht, dann... Ich kann zu Emmy gehen und eure Nachricht übermitteln. Aber wo ist sie jetzt? Emmy, ich glaube, sie hat kein Handdesinfektionsmittel mehr. Deshalb ist sie in die Apotheke gegangen. Sie ist echt eine Säuberkeitsfanatikerin. Normalerweise hätten Lisha und ich auch etwas Handdesinfektionsmittel dabei, falls sie es braucht. Aber jetzt auf keinen Fall. Wir werden nicht mehr nett zu ihr sein. Trotzdem hast du bemerkt, dass ihr Handdesinfektionsmittel aufgebraucht hat. Also. Ja, was geht? Die steht genau da in Sichtweite von denen. Frage: Wie lange sollte man mindestens mit Handdesinfektionsmittel die Hände reinigen? 30 Sekunden. Um die unsichtbaren Bakterien auf den Händen wirksam zu beseitigen, ist es notwendig, die Hände mindestens 30 Sekunden lang gründlich einzuräumen und zu waschen. Es ist unverantwortlich, Bakterien an anderen weiterzugeben. Ich hasse verantwortungslose Menschen.
Da bitte ich euch beide, um eure Hände zu waschen, bevor ihr mich berührt. Ihr reinigt eure Hände 30 Sekunden lang mit Emmys Hand. Ich habe doch gar nicht geplant, sie zu berühren. Was so? Gut gemacht, Kollege. Was gibt es? Ich wäre es angebracht zu sagen. Dann und Lisha suchen dich. Lisha und Dann, deine Freunde haben mich gebeten, dir zu sagen, dass sie immer noch mit dir in den Chor singen wollen. Bin ich der Einzige, der dieses Lied total bescheuert findet? Dunkles Meer, von dir fürchte ich mich, auch wenn ich nur bin ein kleiner Fisch. Ich habe noch nie so einen dummen Liedtext gehört. Setz ihn zu lesen, tut weh. Das heißt, mein Freund Segelboot bringt mich in Fahrt. Wie kommt es, dass ein Segelboot und ein Fisch Freunde sind? Und könnte das Segelboot nicht ein Fischer-Ei-Boot sein? Und los geht's zum Wasserpark. Im Wasserpark ist der einzige Ort, wo ein Fisch hingehört. Im Wasserpark ist der einzige Ort, wo ein Fisch hingehört, der Grill. So. Nur Lisha und Dan, diese beiden Dumpfköpfe, können solche Liedtexte schreiben. Hey, sind sie immer noch sauer auf mich? Dann ist immer noch sauer. Dann ist immer noch sauer. Für Kinder wie euch, wie uns, ist der Schulwechsel eines guten Freundes wie die Übernahme eines wertvollen Filiale durch einen Feind. Es ist schwer, nicht emotional zu werden. Ach ja, dann ist zweifellos derjenige, der Freundschaft am meisten wertschätzt. Natürlich ist er sauber bei einem Schulwechsel. Es ist meine Schuld, dass ich ihn nicht früher gesagt habe. In letzter Zeit musste ich so viel darüber nachdenken, dass ich die Gefühle der beiden vernachlässigt habe. Ich werde mich bei ihnen entschuldigen, sobald ich zurück bin. Zunächst möchte ich etwas klarstellen, Kollege. Es ist meine Entscheidung, mich bei ihnen zu entschuldigen. Ich entschuldige mich, weil ich meine Freunde schätze, nicht weil du wachsen tust. Ich muss Grace später fragen. War ich als Kind auch so undankbar? Okay. So, Fräulein Grace. Wir haben die Kinder gefunden. Was eine Quest. Genau, hier will ich gleich doch später hin, um euch was zu zeigen. Was ich ziemlich cool fand. Ihr seid wieder da. Gut gemacht, Weiß. Dank deiner Leitung hat Kollege die Aufgabe hervorragend erledigt. Hey, warte mal, hat mir nicht ausgemacht, dass ich die Gruppenleiterin bin? Gut, gut, dann gebe ich Kollege unseren Gruppenleiterin eine weitere Aufgabe. Bitte alle Kinder sich zu versammeln. Gerade rechtzeitig, der Direktor ist fast hier, du kennst ihn schon. Also denk daran, dich zu verstecken, nachdem du alle über die Versammlung informiert hast. Das brauchst du mir nicht zweimal sagen. Beim Stehen des Schlüssels darf es keine Zwischenfälle geben, Schwesterchen. Hm, bin ich deine Schwester oder deine Lehrerin? Ach, hör auf. Kannst sehen. お金持ちの学校に行けば俺たち リーシャだって冗談に決まってるじゃん。もし私が手伝う。そう。まるであの魚とヨットみたいにね。ヨットの行き先が海の上の遊園地だったとしても、魚は変わらずヨットのことは親友だって思うでしょ。あの歌詞のことバカバカしいって思ってたんじゃ。 大バカだと思ってるわ。でも私ほどじゃない。あなたたちを悲しませたくないからって。転校っていう大事なことさえどう伝えたらいいかわからなくて。アミーはバカなんかじゃない。お前は俺が知ってる中で一番かっこいいよ。お前と友達になれて。ああ、Kindheit, Freunde. In 10 Jahren werden die zusammenkommen. 別に聞こえたからってなんだって話だし。
私には垣に好かれるよか大事なことがあんだっつーの。やっべ、校長だ。プロ騎士、私は隠れる。後で集合場所に行って、ちゃんと集まってるか確認してくれ。Okay. Versteckt sich. Okay. Putzig.君たちのおかげで合唱はなんとかうまくいきそうだ。あとは鍵を手に入れるチャンスを待つだけさ。確かに、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 
Oh mein Gott, so stark sind gerade erstmal meine Charaktere. Jetzt sag ihr den Schlüssel ab, sprichst du den nächsten Schritt mit Kuleda. Don Grace hatten wir den Schlüssel jetzt in unseren Händen. Grace hat das ausgezeichnet gemacht, oder? Heute Morgen hat sie sich noch beschwert, dass sie etwas nach nie zuvor getan hätte. Aber jedes Mal, wenn sie mein Büro verlässt, lässt sie ein paar Stifte mitgeben. Denkt sie etwa, ich bemerke das nicht? Genug davon. Ich werde dir nachher die genauen Koordinaten der Höhlen senden. Ich zähle auf dich, Proxy. Zurück in der Videothek, bereits dich darauf vor, Kuleda in der Höhle zu unterstützen. Aber gehen wir schon direkt da rein. Ausgezeichnet. Wow. Pacing ist ja voll schnell. So. Nochmal rein. Stufe 55, mein Gott. So, ist ein bisschen stärker als die Kuleda, die ich habe. Meine ist 55. So, wen nehmen wir ein? Schon da physisch, was war das? Physisch und Feuer? Ja. Ah, kann ich mit dealen? Durch meine Charaktere an. Voll viele schon auf Level 55. Ich habe Rina angefangen zu trainieren, ne? Weil ich ja ihre Waffe habe, ne? Aber lassen wir die heute mal raus. Nehmen wir dieses Team, ne? Na, ich hätte auch. Ja, ich hätte Lucy vielleicht mitnehmen sollen. Egal. Nehmen wir dieses Team. Nehmen wir so ein buntes Team halt, ne? Ja, eigentlich hätte ich auch Lucy mitnehmen sollen, egal. So. Bin schon dabei. Ich hoffe, Internet geht nicht schon wieder weg gleich. Gucken, wie lang diese Quest ist. Ich finde, Nekomatas Quest war irgendwie die längste, ne? Die war irgendwie fast 2 Stunden, ne? Mehr als 2 Stunden. Alle anderen waren relativ kurz. Ich werde sowieso danach zusammenschneiden. Geld. An Dennis mangelt es mir ausnahmsweise mal nicht, weil irgendwie, weil nicht. Die haben sie, dann soll ich mal was zeigen, ne? Weil halt die neueste Version irgendwie hier begonnen hat. Da haben sie irgendwie ja so ein paar Materialien für die Spieler gegeben, ne? Und da war irgendwie 500.000 Denny oder so drinne, was ein bisschen Overkill ist. Ich werde euch mal zeigen, wie es noch in meinen virtuellen Briefkasten hier, dieses Spiel jetzt. So. Da kann noch einer. Alles klar. Warte mal, wie bist du darüber gekommen? Ja, er ist auch ganz eindeutig verdächtig. Ja, mit der Kreide hat er ja auch schon so vertuscht. もちろん、そういう賛成とこだけじゃない。やつが気に入らない理由は他にもある。私はああいう大人って感じのとやり合うのが苦手なんだ。あの手合いは何を考えてんのかさっぱりわからねえ。これがストンキンコンフィルム。本心をめったに言わねえし。ダチになら漏らすこともあるかもしれねえが。 じゃあ家族には。え、それじゃない、ファーター。はあ、なんでそうなんだよ。くっちゃべってる場合じゃなかったな。先に進むぞ。私のハンマーが必要なら、いつでも言え。あ、だからこれカッティン。 あれが本当のホロウェイの入り口だよ。道案内は任せたぞ。壁を schon direkt ein Stück. So, oh. Da brauche ich allgemein irgendwie. Ah, geht aber. Oh, geht sogar kaputt. Ja, der ging gar nicht kaputt. Jetzt mal sagen, ne? Möchte gegen die Gegner kämpfen?
Also gegen die Gegner kämpfen. Okay. What? Oh Gott. Haben wir die einfach in über, während die ja schlafen oder was? Also, sie hat doch gesagt, du kannst entweder oder so. Egal, warte, ich kann aber der Stand. So. Ja, los. Hier waren die Agentengeschichten, wurden jetzt alle hochgelevelt, weil ich auf dem höchsten Level bin mit meinem Konto, ne? Aber diese Kollege müsste eigentlich schwächer sein als meine, weil ich ja schon eine Kopie von ihr hatte. Und ich habe schon ihre Passive erhöht und so. Oder was auch immer ich da bekommen habe. Was ist das? So, okay, wollte schon sagen. Wow. Genau gesehen. Nein, ich bin einer. Mein Gott. Komm mal her. Ja. Du alle eure Kniescheiben hier wegsägen. Oh, boah, ich hoffe, irgendwann geht's mal hier um diese hier. Um die Söhne von Kalidon. Ich will mehr über Piper und Lucy erfahren und so. Ich finde aber schon mal gut, dass wenn die Internetverbindung weg ist, dass man hier nicht aus dem Spiel geschmissen wird, so wie in Genshin. Da man einfach nur, weil nicht einfach das Spiel stehen bleibt. Ich meine, die Cutscene ist ja sogar noch weitergegangen, ne? Obwohl die Internetverbindung weg war. Was ein bisschen merkwürdig war. Mein Genshin wäre dann schon direkt rausgeflogen. Muss das Spiel wieder neu starten und so. Da kommt er. Da kommt er. Ja, komm mal her. Meine Güte. Ja, gar kein Bangbo, ne? Stirb du? Stirb! Also. Mein Gott. Hey, dieser Angriff ist aber auch stark, ne? Das ist auch übrigens mein erstes Bangbo auf Level 60 gebracht. Was schon ein relativ großer Unterschied ist, ne? Der hat irgendwie, weil nicht 9000 Angriffspunkte oder 8000. So viel Angriffskraft hat noch nicht mal annähernd irgendein Charakter, einer meiner Charaktere. Irgendwie so, weiß nicht, 2000 oder so maximal. Ein bisschen gestört ist, ey. Aber okay. Überleg noch, welche andere Bangos ich hier so hoch trainiere. Kommt dir mal darauf an, welche Charaktere ich alle benutze. Ich bin jetzt hier diesen Butler auch am Hochleveln. Ich habe den von den Cunning erst. Den habe ich hochgelevelt, weil ich werde ja so oder so irgendwann Nikomata haben. Das heißt, ich werde irgendwann Nicole, Billy und Anbi haben. Ich habe alle Pläne zu benutzen. Von daher ist das schon mal Investition in die Zukunft. Dann habe ich Rina und Corin. Wenn Ellen irgendwann noch mal gerunnt wird, werde ich die auch noch mal pullen. Also irgendwann werde ich auch eine Dreiergruppe von den Victoria House Mites haben. Mit dem Butler kann ich auch trainieren. Ich habe so viel Erfahrung für meine Bangbus, weil ich die irgendwie alle nicht hochlevel. Ja. Das war eine Überraschung. Ja. Das war eine Überraschung.
何考えてやがれ。炎がこんなフロンティアになるまでめちゃくちゃに仕上がって。学校のすぐそばだぞ。このフォローはもういつ拡大を始めてもおかしくねえ。プロ騎士、1個頼んでもいいか。こっからの戦闘は必要以上の戦闘をなるべく避けてくれ。 下手に暴れ回ったら必要以上の戦闘をなるべく避けてくれ。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 下手に暴れ回ったら必要以上の戦闘をなるべく避け
habe schon einige Charaktere gesehen von denen, von Lucys und Pipers Fraktion. Die sehen irgendwie alle cool aus. Und einige haben schon irgendwie geschrien, so ja, das ist ein 5-Sterne-Charakter. Nee, freue ich mich schon, wenn die irgendwann rauskommen. Ich glaube, die sind aber alle weiblich, alle Mitglieder. Also irgendwie komisch ist, weil die Fraktion Söhne von Kalidon heißen. Da habe ich noch keinen einzigen Sohn gesehen. Ich frage mich außerdem, ob jemals irgendwann mehr als 4 Charaktere pro Fraktion auftauchen. Ich glaube ja irgendwie schon, ne? Irgendwie weiß ich. Oder werden sie jetzt immer wieder Fraktionen einführen, immer wieder weitere, anstatt irgendwie einige auszubauen oder so, weil am ersten glaube ich irgendwie zu einfach, ne, eine bestimmte Anzahl an Charaktere zu sammeln, um irgendwie diesen Set Bonus hier zu aktivieren im Kampf. Ich nehme an, genau das wollen sie vermeiden, ne? Damit du halt hier Geld ausgibst, um alle Charaktere, um die bestimmten Charaktere zu holen, ne? So stelle ich mir das jedenfalls vor. Aber jetzt scheint das Spiel noch relativ großzügig zu sein, ne? Diese Mentalität stammt irgendwie mehr so von Genshin Impact. Weil jetzt mal, wenn Genshin Impact irgendwie einige merkwürdige Entscheidungen macht, dann sieht man, dann kann man schon direkt sehen, warum die hat gemacht haben. Die haben zum Beispiel hier diese ganzen Ansehensquests haben sie jetzt entfernt. Also wenn er hat Ansehen in einem bestimmten Bereich schon maximiert hat, dann kannst du da keine wöchentlichen Quests mehr machen. Was ein Problem ist, weil diese Quests einmal in der Woche zu machen eine Menge Ingame-Geld geben. Und in Genshin braucht man für alles Ingame-Geld. Und jetzt haben sie das sozusagen entfernt. Also die haben das nicht entfernt, aber du kannst jetzt nur noch die Quests machen in Gebieten. Wo? Warum bist du hier? Okay, wir vermeiden sie. Ich meine, bringt gar nichts, ne? Keine Ahnung, man kann immer noch die Quests machen, aber nur in Gebieten, wo man noch nicht das Ding maximiert hat, ne? Das Ansehen. Das heißt, du kannst jetzt nicht in den ganzen anderen Orten gehen, ne? Und jetzt nochmal die Quests machen, um einfach hier so 100.000 Mora oder so zu bekommen, was viel ist pro Woche. Und ja, das haben sie jetzt komplett entfernt. Das heißt, du kannst jetzt keine wöchentlichen Quests mehr machen, um irgendwie so ein bisschen Geldeinkommen zu bekommen, was du brauchst in Genshin Impact für einfach alles. Also ja, das ist ein bisschen doof gemacht, ne? Und es ist sowas man offensichtlich, warum die halt gemacht haben, ne? Damit man halt mehr Geld ausgibt, ne? Warte, du hast nicht genug Mora, ja, geh in den Laden und hol dir mehr Mora, ne? Kannst du einfach eintauschen, ne? Warum denn nicht, ne? Ich meine, das ist sowas von offensichtlich, warum die halt gemacht haben. Und jeder hat das gemerkt. Deswegen haben sie auch die Weltstufe hier erhöht, ne? Damit die Gegner ja wieder stärker worden sind, ne? Die haben das Maximum Level der Charaktere nicht angeschraubt, aber die haben das Weltlevel der Gegner hier angeschraubt. Das heißt, die Welt kann sie jetzt sogar noch schwieriger machen. Und der Ausgleich dafür ist absolut gar nichts. Die Gegner sind jetzt einfach viel stärker in der Welt, weil die ja nicht schon stark genug waren und irgendwie schon zu viel ausgehalten haben, ne? Die Entschädigung ist dafür, also oh ja, die Dropraten sind jetzt erhöht, ne? Sie hinterlassen jetzt schneller Gegenstände, ne? Aber ich merke keinen Unterschied. Na, weiß auch offensichtlich, warum die halt gemacht haben, ne? So, oh, wir machen die Gegner jetzt stärker, ne? Aber wenn du damit nicht mitkommst, ne? Geld, bitte. Dann kannst du dir, weiß nicht, dann kannst du öfter die Gacha spielen, ne? Gegner sind zu stark, ja. Pff. Ja, geh mal in den Shop und hol dir ein paar 5-Sterne-Waffen, ne? Du hast nicht genug Geld, oh, tu mal deine Punkte hier im Laden für Geld eintauschen. Das ist sowas von offensichtlich, was die da gemacht haben, ne? Diese Quest zu entfernen war irgendwie war richtig mies, ey. Wie sollen jetzt einige Leute an Mora kommen? Um ihre Charaktere zu leveln, um ihre Waffen zu leveln, um ihren Charakter aufsteigen zu lassen, um ihre Artefakte zu leveln. Ich meine, in dem Spiel brauchst du Danny eigentlich nur, um deine Charaktere hier aufsteigen zu lassen, um deine Bambus aufsteigen zu lassen,
aber halt anderes mehr oder weniger umsonst. Die Artefakte in diesem Spiel, also diese CDs, die man auslösen kann, die kann, dafür brauchst du auch Dennis in diesem Spiel, ne? Aber Charaktere hochleveln, also hier Erfahrungspunkte in die reinzupacken oder Erfahrungspunkte in deinen Waffen reinzupacken, da ist alles umsonst. Was awesome ist. Ich wünsche Genshin und Honka Star würden halt auch reinpacken. Ja, ist voll nervig, dass alles Geld kostet. Mein Honka Star ist halt ehrlich gesagt gar kein Problem mehr. Da bin ich auf dem Maximum Level, da habe ich schon seit Ewigkeiten kein Geldprobleme gehabt, ne? Und ich bin all meine Charaktere fast hier am Level in dem Spiel. Ein Genshin habe ich nur Geldprobleme. Ich bin jetzt auch auf dem Maximum Level in Genshin. Das heißt, jetzt kriege ich anstatt Abenteuer-Erfahrungspunkte, kriege ich jetzt immer Mora als Entschädigung, ne? Was wahrscheinlich auch irgendwann der Fall in diesem Spiel sein wird, ne? Aua. Aber du brauchst trotzdem für alles Geld in dem Spiel. Du brauchst viel Geld in dem Spiel. Also ja, da können sie ruhig irgendwie, weiß nicht, entweder halt Geld reduzieren, was man irgendwie ja braucht, um die Charaktere zu leveln oder so. Irgendwas muss reduziert werden in dem Spiel. Ich weiß nicht was, aber irgendwas muss reduziert werden. Aber ja, Genshin ist schon seit langem irgendwie bekannt, als irgendwie das Spiel hat irgendwie von den dreien irgendwie ja am wenigsten geregelt. Warum ihr seht, habe ich mich hier die ganze Zeit über Genshin Impact rauslasse. Warum spielt denn der Typ das Spiel überhaupt noch? Ne? Weil das Spiel mehr Spaß, das Spiel macht mir ja eigentlich Spaß. Ne? Es ist nur irgendwie alles andere. Das Spiel hat mich voll stört. Mit zu langen Cutscenes, das alles so lange dauert, das Gegrinde in dem Spiel. Dass du irgendwie noch an bestimmten Tagen bestimmte Dungeons machen kannst, um bestimmte Sachen zu farmen. Das Spiel an sich macht mir Spaß. Nur Honka Star Rail und Zenless Zone Zero, die kriegen halt irgendwie alles besser geregelt. Was mich freut. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Mich über Genshin auszulassen macht mich durstig. Natürlich hast du so eine Jojo Bösewicht. Ich weiß, das Wetter hier draußen, es ist so warm, ne? Aber trotzdem kommt dauernd Regen und Gewitter. Also, verstehe das Wetter ähnlich. Vor wie der Winter ist, ne? Deswegen tut wahrscheinlich auch die Internetverbindung die ganze Zeit zusammen, weil ich mal das blöde Modem immer die ganze Zeit am Überhitzen ist. ここでギャングが得てる資源を違法に採掘してること。その制で炎が拡大するリスクが日に高まってること。校長先生はご存知だったか。なんだって。そうなのかね。いや、知りもしなかったよ。セットのルーグナルーグナ。調査協会の前で白を切るときは。 So da muss ich in der Höhle gehen. Da war irgendwie so ein normaler Bandit, so ein ganz normaler Löwenbandit, ne? Wie aus Jane's Quest. Ich habe mit denen geredet, danach habe ich irgendwie die Auswahl gehabt, den anzugreifen. Dann kamen noch drei weitere. Und dann war die Mission vorbei. Die Mission hat wortwörtlich irgendwie, weiß nicht, 20 Sekunden oder so gedauert. Weiß nicht, was das sollte.実際に人を送ってくるのはいつになると思う。1週間後、1ヶ月、半年後か。その頃、私の子供はもう大学生になっているかもしれんな。小さな社長君、これが大人の世界だ。このゲームのルールは酸いも甘いも知る大人のために作られている。 今ならまだこのルールを学ぶチャンスはある。頼むから大人になって、今すぐ周り見に押し、オペラでも見に行きたまえ。
Los, hau ihn eine über mit deinem Hammer. Okay. Ich wollte schon sagen, da kommt jetzt Cutscene. Ich bin noch gar nicht in der letzten Mission. Weil wir nicht einfach da eine überziehen können. Ich dachte, wir dürfen hier nicht kämpfen. Ne. Lass sie ruhig weitermachen, warum nicht, ne? Dann muss er, dann wird er es wenigstens lernen. Alter, ich habe direkt zwei Leute vor deinen Augen getötet. Du gewesen ein bisschen, als wärst du geschockt oder überrascht. Fresse halten, entschuldige, was? Ich habe gerade zwei Leute von ihr erledigt. Die Höhle könnte sich ausdehnen. Was ist denn der Grund, überhaupt gegen die anderen Viecher zu kämpfen? Er hat überhaupt einen Unterschied jetzt gemacht, ob ich hier gekämpft hätte oder nicht. Guck mal, ja. Ich bin interessiert nicht, was du zu sagen hast. Boom, Ultimate. Ja. Den habe ich auch noch getroffen. Ja, boah, Leute, wie bekommen denn auch? Da. Ja, das ist so geil, ne? Da. Ich bin jetzt auch hier. Boah. Nein. Da, wo ist der Big Boss? Oh ja. Schon wieder meine Ultimate fertig hier. Wo bist du? Da bist du. Mega, was du sagen hast. Du kriegst das Maul. Nein. Andere Seite. Nein. Boah, ich hasse das, wie Gegner mich immer hier unterbrechen werden, meint sagen. Und ich muss mit so vielen Charakteren immer erst eine Combo anfangen, damit ich deren Angriff rauskriege, ne?
Aber die Gegner tun mich die ganze Zeit unterbrechen. Halt. Aber ja. So, komm mal her. Ich denke, die Ultimates waren viel zu wenig Schaden. Oh. Oh, und zack. Was? Mein Gott, was macht ihr denn hier? Nande, Konanda, Sotre! Horo, no, Kakcho, ni, Magirete, Nigirate, Tanja, Kotziga, Kyotke, Tate, Dosio, ne? Kso, Mosi, Atasina. Kollege, beruhig dich. この電気大切に使ってよね。データ収集中。マスターの現在地周辺の遺失物情報、ボンプの稼働状況、人間の声紋パターンを保存しています。ねえ、その情報、フォローの拡張と何の関係があるの？電気代を返して。マスター、フォローの拡張が開始した前後で、 この周辺のグループに含まれない人物の音声が保存されました。再生します。ついてきて。こっち。転校生。早く。この声は。エミ？アミだ。でもなんだってここに。リン、座標追跡できるかい？できるけど、ちょっと時間がかかるかも。 最悪のシナリオはフォローの拡張が校舎にまで及んでて、アミー以外の生徒まで巻き込まれてるってとこか。え、それ、まあ、いいだ、それ、まあ、いいだ、げ、しん。ひとまず撤収して、子供たちの状況を確かめたら、早めに戻ってこよう。わかった。すぐ姉貴を探して、何が起きてんのか聞いてみる。じゃあ、うちらは先に行くぞ、プロキシ。連絡。あ、それ、あ、やっぱそう。 Alles klar. Na, machen wir direkt zur letzte, ne? Willkommen zurück. Das Kind namens Emmy wurde also in die Höhle gezogen. Wie konnte das passieren? Übrigens hat sich herausgestellt, dass der Direktor tatsächlich seine Hände im Spiel hat. Ah, ich will ihm eine Lektion erteilen. Nach zum Kinder zu retten, es ist wirklich nur, wir haben nichts für Pause machen. Meine Güte, was alles Verrücktes gerade passiert ist, ne? So, weiter geht's. Schlupfgenie 3.